Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein. Die Welt ist in Aufruhr, aus den Angeln gehoben durch einen einzigen Mann. Regierung und Opposition werden nicht müde zu betonen, es ist Putins Krieg. Entgegen all seinen Beteuerungen führt er seit Donnerstagmorgen einen Angriffskrieg mitten in Europa. Putin stellt damit alles in Frage, worauf sich die zivilisierte Welt nach dem Zweiten Weltkrieg geeinigt hat. Bundeskanzler Scholz spricht von einer Zeitenwende. Die Welt werde nicht mehr so sein wie vorher. Was aber bedeutet das für uns in Deutschland, für Europa und für die ganze Welt? Startet jetzt ein neues Wettrüsten? Und welche Opfer sind wir bereit, für Frieden in Europa, für Freiheit und für Demokratie zu bringen? Darüber will ich diskutieren, jetzt in Unter den Linden. Und das sind meine Gäste, Gesine Lötsch, stellvertretende Chefin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, und Jürgen Trittin, guten Abend, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen in Bayern. Ein herzliches Willkommen hier im Studio. Guten Abend. Herr Trittin, ein Angriffskrieg mitten in Europa. Konnten Sie sich das bis letzte Woche Donnerstag überhaupt vorstellen? Wir haben ja vielleicht etwas kritischer auf Putin geschaut als andere im Deutschen Bundestag. Aber auch ich habe nicht damit gerechnet, dass er flächendeckend die Ukraine überfällt, mit dem Ziel, die dort gewählte Regierung abzusetzen und wegzuputschen. Ging davon aus, dass wenn er militärisch nach der Anerkennung vorgeht, möglicherweise nach dem Modell Georgien, also Südossetien, Abchasien, den Donbass sozusagen arrondiert und für sich nimmt, das wäre auch eine Verletzung der territorialen Integrität gewesen. Aber dieses Ausmaß, dort vorzugehen, das habe ich in der Tat nicht für wahrscheinlich gehalten. Er hat uns alle im Schlechten überrascht. Heute gab es dann ja Friedensgespräche zwischen der ukrainischen und der russischen Seite. Ist das eine Nebelkerze von Putin oder ist das vielleicht tatsächlich so etwas wie ein Hoffnungsschimmer? Es ist immer gut, wenn man miteinander redet. Die Ausgangsbedingungen beider Seiten sind aber so, dass die andere Seite sie zurzeit noch nicht annehmen kann. Insofern ist die einzig gute Nachricht dieses Tages, dass man gesagt hat, dass man sich in ein paar Tagen wieder treffen will. Ich sehe dieses Angebot, jetzt doch zu sprechen, obwohl die Ukraine ihre Widerstandshandlungen aus Sicht Putins nicht beendet hat, unter anderem darin begründet, dass Putin im eigenen Land offensichtlich Probleme hat. Er hat sich offensichtlich ein Stück verkalkuliert, was die Dauer der Operation angeht. Er hat wohl dieser Form des Widerstandes nicht gerechnet. Und er muss erleben, dass jetzt 950.000 Menschen eine Petition unterschrieben haben, beenden Sie diesen Krieg, dass bestimmte systemnahe Oligarchen anfangen zu sagen, das geht so nicht. Also sind alles Dinge, die er, glaube ich, in dieser Form nicht auf dem Zettel hat. Inwiefern er sich verkalkuliert hat und auch die Opposition im eigenen Land unterschätzt hat, darauf wollen wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Frau Lötsch, die Linke bezeichnet sich ja als eine pazifistische Partei. Wie groß ist jetzt Ihr Schock, zumal ja auch der Angriff oder die Aggression ganz eindeutig von russischer Seite kommt? Also wir sind natürlich schockiert, dass überhaupt so in unserer Nähe ein Krieg geführt wird. Aber zur Wahrheit gehört leider auch, dass ja überall auf der Welt Kriege geführt werden. Und es ist plötzlich ganz nah dran. Und wir wissen, dass wir selber sehr gefährdet sind. Und darum müssen wir alles tun und alles verhindern, dass es dazu führen könnte, dass es wirklich einen großen Weltenbrand gibt. Allerdings hat Putin ja, Herr Trittin hat das ja angesprochen an einigen Beispielen, schon lange Krieg geführt. Das war aber meistens weiter weg. Also ich kann mich zum Beispiel entsinnen, dass wir im Jahr 2004 im Deutschen Bundestag über den Tschetschenienkrieg diskutiert haben, sicher auch mit Leidenschaft. Und ich habe damals für die PDS noch, die Linke gab es ja noch nicht, sehr scharf Putin kritisiert. Aber es war ein Krieg, der allen sehr weit weg schien. Und das ist jetzt der große Unterschied. Mir scheint es auch noch mehrere Unterschiede zu geben, wenn man sich das mal vor Augen führt, was in den letzten Tagen passiert ist. Putin spricht der Ukraine das Existenzrecht ab. Er spricht von einer Junta von Nazis und Drogensüchtigen in Kiew und von einem Genozid in der Ostukraine. Die eigene Aggression nennt er Friedensmission. Was macht das mit Ihrem Bild von Russland, wenn Sie sich das jetzt so im Zeitraffer vor Augen führen? Putin ist ja nicht Russland. Die russischen Menschen werden ja in diesem Krieg missbraucht. Herr Trittin hat ja auch schon angesprochen, dass es jetzt eine große Petition gibt. Und es gibt auch
Proteste und die Proteste sind ja nicht ungefährlich für die Menschen. Und wenn wir uns auch die Bilder ansehen der Soldaten, die sind ja teilweise blutjung, die sind 16, die sind 18, die haben ihr ganzes Leben vor sich. Und wenn sie in diesem Krieg nicht getötet oder verletzt werden, sind sie für ihr Leben traumatisiert. Und jede Mutter, die ihren Sohn in den Krieg ziehen lässt, die ist ja völlig verzweifelt. Und darum, denke ich, müssen wir da auch einen klaren Unterschied machen. Putin als Aggressor, als Autokrat, als jemand, der wirklich den Weltfrieden aufs Spiel setzt. Dann müssen wir auch die Frage stellen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wir haben ja 2001 im Deutschen Bundestag, da war ich noch nicht Mitglied, aber ich habe das nachgelesen, Putin erlebt mit einer Rede, die von allen Fraktionen bejubelt wurde. Aber leider ist daraus augenscheinlich nicht genügend gekommen. Also wichtig finde ich, und das ist ja in allen Kriegen so, dass man wirklich unterscheidet zwischen den Menschen, dem Volk, was darunter leidet. Und das Volk leidet in der Ukraine, aber natürlich auch die Menschen in Russland, insbesondere die Familien, die Soldaten hinschicken müssen und natürlich die, die jetzt gegen Putin protestieren und verhaftet und gequält werden. Das ist ganz furchtbar. Die Rede von Putin, die Sie erwähnt haben, kann man auch in der Mediathek von Phoenix noch einmal nachschauen. Sie haben jetzt einen Unterschied gemacht zwischen Putin und Russland. Ich möchte trotzdem noch mal nachhaken. Inwiefern hat sich Ihr Bild von der russischen Führung verändert? Also wir haben keine Illusionen gehabt über Putin. Es gab sicher unterschiedliche Einschätzungen, wie in allen Parteien und auch unter allen Experten, wie weit er gehen würde. Aber Putin hat sich ja schon sehr lange, sehr klar dagegen geäußert, dass er irgendetwas mit der Sowjetunion zu tun hat. Das hat er jetzt in der großen Rede, die er gehalten hat, zum Kriegseintritt, anders kann man es ja nicht sagen, zum Angriff, noch mal ganz deutlich gemacht. Er hat quasi Lenin in der Rede dafür verantwortlich gemacht, dass die Ukraine ein selbstständiger Staat ist. Und er hat gesagt, er will dort den Kommunismus ausrotten. Vielleicht gab es noch den einen oder anderen, der gedacht hat, Putin ist so etwas wie ein Vertreter der Sowjetunion. Aber der ist spätestens seit dieser Rede eines Besseren belehrt. Auch darauf wollen wir noch zu sprechen kommen, Herr Tretin. Putins Krieg hat die Welt ja nicht nur in Angst versetzt, sondern auch so eine Art Schockstarre ausgelöst. Ist die jetzt eigentlich ein paar Tage nach diesem Angriffskrieg oder dem Beginn dieses Angriffskriegs schon komplett gelöst? Was ich sehe, ist, dass weltweit es klare Positionierungen gibt. Wenn ich die Debatte heute in der UN-Generalversammlung, soweit ich sie verfolgen konnte, gesehen habe, ist das auch keine Frage des Systemwettbewerbs, sondern diese Aggression gegen die Souveränität eines Landes, die Rückkehr eines Eroberungskrieges, das ausgerechnet einem Land gegenüber, was nach dem durch den deutschen Überfall auf die Sowjetunion 8 Millionen Menschenleben verloren hat. Und das jetzt durch das, um es mal so zu sagen, im Verständnis vieler Brudervolk, was auch unter dieser faschistischen Überfall damals gelitten hat und Millionen Tote zu beklagen hatte, dass das zurückkehrt nach Europa, das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr breit zurückgewiesen wird. Und ich stelle fest, dass auch Staaten, die oft eine oszillierende oder Ambiguität zu solchen Systemen haben, an dieser Stelle sagen, wir machen jetzt mit, beispielsweise bei der Isolierung Russlands von bestimmten Finanzmärkten. Singapur hat das heute beschlossen, selbst die Schweiz, bekannt für als Hort von Schwarzgeld und Geldwäsche, hat sich diesen Überlegungen angeschlossen. Also ich sehe schon, dass jenseits der vielen Menschen, die auf die Straße gehen, 500.000 Menschen am Sonntag hier in Berlin, heute beim Rosenmontag 250.000 Menschen in Köln, die für Frieden demonstriert haben, statt ihres geliebten Karnevals an dieser Stelle. Das ist also neben der Zivilgesellschaft eben auch Handlungen gibt, die diese Aggression wirklich in die Grenzen weisen. Sie sprachen von den oszillierenden Staaten. Gerade kam eine Meldung über den Ticker, dass Ungarn jetzt aber verwehrt, das Kriegsmaterial durch das Territorium, also durch den ungarischen Staat geliefert werden soll. Ist das nicht schon wieder ein Beginn des Oszillierens? Ungarn und Viktor Orban, Lieblingsgast bei der CSU auf x Sommerklausuren, hat eine unverhohene Sympathie für das post-sowjetische, ich stimme Ihnen ja zu, dass es ganz wenig mit der Sowjetunion zu tun hat. Die Sowjetunion hat die Schlussakte von Helsinki mitverhandelt, richtig, unterschrieben und ratifiziert. Die verletzt Putin gerade. Also man muss ja die Sowjetunion fast hochhalten gegenüber diesem Russland. Man muss sie nicht nur fast hochhalten. Aber
Hier sehen wir eine Entwicklung, die man mit Sorgen erfüllen muss. Ich muss Ihnen sagen, ich war eher überrascht, dass in den wenigen Stunden, die am Ende geblieben sind, um ein wirksames Sanktionspaket zu verhängen, am Ende Ungarn mit dabei gewesen ist. Insofern ist das jetzt der Rückfall in die alten Unsitten. Frau Lötsch, die Situation in der Ukraine ist alles, was man jetzt hört, sehr bitter im Moment. Die Ukraine wehrt sich gegen einen übermächtigen Gegner. Hätte Deutschland früher helfen müssen? Die Ukraine ist eines der ärmsten Länder der Welt. Von 190 ist es auf Platz 139. Und das zeigt natürlich schon, dass auch die Situation der Menschen da sehr kompliziert und sehr schlecht ist. Und wir hätten, glaube ich, auch die Menschen dort viel besser unterstützt, wenn wir spätestens seit dem EU-Assoziierungsabkommen aus dem Jahre 2014 dort viel mehr auch Wirtschaftshilfe geleistet hätten, die auch direkt bei den Menschen ankommt. Die Ukraine ist auch ein Land, wo die sozialen Unterschiede sehr groß sind. Und wie gesagt, die Armut ist dort besonders hoch. In das Pro-Kopf-Einkommen liegt noch hinter dem von Belarus. Und darum glaube ich, dass wir auch sehr mit uns selber in die Kritik gehen müssen. Wie konnte die Situation dort so schlecht werden? Wobei 2 Milliarden, die von Deutschland in die Ukraine gegangen sind, jetzt auch kein Pappenstiel ist. Ja, aber die Frage ist natürlich, die wir uns ja alle stellen, wenn die Menschen dort so arm sind, sind sie dort wirklich angekommen, wo sie auch ankommen sollten? Es gibt, darüber haben wir auch im Bundestag in einer Sondersitzung eines Ausschusses, des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit, diskutiert. Was passiert jetzt mit den Projekten der Entwicklungszusammenarbeit? Waren sie wirkungsvoll? Und viele Menschen hoffen ja darauf, dass sie weitergehen. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die zu entscheiden ist. Und ich hoffe, dass wir alles tun können, dass dort ein Waffenstillstand erreicht wird, dass die Waffen niedergelegt werden und dass die Gespräche, die heute begonnen haben, fortgesetzt werden, und zwar so fortgesetzt werden, dass es wirklich Menschenleben rettet. Ich bin ja bei der Hoffnung dabei, aber ich finde, man muss schon dazu sagen, dass die mangelhafte wirtschaftliche Entwicklung wesentlich verursacht worden ist durch die andauernde kriegerische Intervention in der Ostukraine, die dazu geführt hat, wesentliche Teile des Staatshaushaltes zu binden, die im Übrigen auch viele Bemühungen, die es gegeben hat, seitens der Europäischen Union nicht nur Geld zu geben, also die Deutschen als die größten Geber, ist die eine Geschichte, aber man hat auch versucht, durch Regeln der Korruption vorzubeugen, dieser Umverteilung von der normalen Bevölkerung in die Taschen von sehr wenigen Oligarchen einen Riegel vorzuschieben. Das ist immer wieder durchbrochen worden durch diesen Kriegsdiskurs innerhalb der Ukraine. Und insofern haben wir es hier mit einer Mischung zu tun. Nämlich die Entscheidung, die die Menschen in der Ukraine getroffen haben mit dem Aufstand auf dem Maidan, die war ja begründet, wir wollen Teil Europas werden, wir wollen uns mit der EU assoziieren. Das war erstmal eine Entscheidung, die war ganz im Bereich der Zivil-, der Wirtschaftspolitik und solcher Fragen. Und darauf ist die militärische Antwort von Putin gekommen, Annexion der Krim, dauerhafter Krieg, hybrider Krieg oder wie immer man das nennen will, Proxy-War in der Ostukraine. Und das hat natürlich erheblich dazu beigetragen, dass dieses Land sich aller Hilfe zum Trotz nicht entwickeln konnte. Frau Lütsch, jetzt ging es aber vor allem ja auch um die aktuelle Hilfe, die sich die Ukraine gerne gewünscht hätte. Also jetzt in der aktuellen Situation. Hätte jetzt Deutschland helfen müssen, spätestens seit Donnerstag, morgen? Die Frage ist natürlich immer, was man unter Hilfe versteht und welche Hilfe auch wirkungsvoll ist. Und was jetzt am Wochenende, am Sonntag von Bundeskanzler Scholz vorgetragen wurde, das war zumindest mein Eindruck, hat auch große Teile der Koalition überrascht. Also zumindest direkt neben uns sitzen ja die Abgeordneten der SPD. Und als Scholz gesagt hat, er will das Grundgesetz ändern und er will ein Sondervermögen Rüstung oder Bundeswehr schaffen von 100 Milliarden. Er hat jetzt einen Vertrag unterzeichnet über bewaffnete Drohnen. Da hat übrigens nur die Union geklatscht. Die anderen Parteien haben da nicht geklatscht. Ist die große Frage, ist die Ankurbelung des Rüstens, des Wettrüstens, ein wirklicher Beitrag der Ukraine zu helfen? Oder wäre nicht unsere Aufgabe als Bundesrepublik Deutschland vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass es friedlich wird und auch in unserem eigenen Interesse, muss man sagen. Wir sitzen ja hier mitten in Europa und darum haben ja auch, glaube ich, so viele Menschen so viel Angst, weil sie wissen, es könnte sie auch selbst betreffen. Also die Hilfe muss humanitär sein. Wir bereiten uns ja auch, also zumindest in Berlin, aber in allen anderen Bundesländern bereiten wir uns ja auch vor auf die Aufnahme von Kriegsvertriebenen. Die ersten sind ja auch schon angekommen.
Und das muss natürlich auch so geschehen, dass es auch in einer würdigen Form geschieht und nicht in, nur in Form von Sonntagsreden. Herr Trittin, Deutschland hat lange gezögert mit Sanktionen auf der einen Seite. Da sind Nord Stream 2 und SWIFT Stichworte, aber auch mit Waffenlieferungen. Aus Ihrer Sicht, kommt das jetzt alles zu spät? Ich kann diesen Eindruck nicht ganz teilen. Deutschland hat sehr lange darauf gesetzt, die Russen davon abzuhalten, zu intervenieren, indem wir sie versucht haben, auf dem Feld der ökonomischen und politischen Sanktionen abzuschrecken. Es hat andere Verbündete der Ukrainer, Verbündete auch Deutschlands gegeben, die geglaubt haben, dass Abschreckung funktioniere, wenn man in dieses System Waffen reinliefert. Jetzt müssen beide sich in die Augen gucken und feststellen, die Abschreckung sowohl im deutschen Weg wie im vielleicht niederländischen Weg hat nicht funktioniert. Es hat nicht gehindert, Russland dort reinzugehen. Wir haben bis zum Schluss zum Beispiel daran festgehalten, anders als andere, auch andere NATO-Partner, die Beobachtermission der OSZE aufrechtzuerhalten. Erst als gar nichts mehr ging, haben wir sie abgezogen. Wir haben noch Anfang letzter Woche darüber debattiert, die abgezogenen Amerikaner teilweise zu ersetzen. Ich glaube, dass man uns nicht vorwerfen kann, wir werden irgendjemand im Stich gelassen und dass wir nicht alle Mittel auch und gerade die es im zivilen Bereich gibt, ausgetestet haben. Und Putin hat das alles beiseite gewischt, auch die Ansätze einer militärischen Abschreckung. Und jetzt ist man in einer Situation, wo wir in der Tat großen Aufwand betreiben müssen, um die Menschen zu sichern, die aus der Ukraine geflohen sind. Die UN spricht von zwischen 500.000 Menschen, die raus sind. Die müssen solidarisch aufgenommen werden. Ich sehe in den Städten und Gemeinden Deutschlands viele Menschen, die das tun. Und wir müssen uns der Frage stellen, ob in dieser Situation ein Land, was nach Artikel 51 der UN-Charta das Recht auf Selbstverteidigung hat und angesichts auch eines blockierten Sicherheitsrats, das ist fast wörtlich aus der UN-Charta entnommen, angesichts eines blockierten Sicherheitsrats aufgrund des Vetos Russlands, nicht das Recht auf Selbstverteidigung hat. Und da haben wir entschieden, es hat es. Und wir werden dieses Recht auf Selbstverteidigung, das ist was anderes als Abschreckung, auch durch Lieferung von Waffen unterstützen. Wie lautet jetzt die Antwort auf die Frage, ob es zu spät kommt? Ich glaube, dass wir mit der Abschreckung gescheitert sind. Das ist, glaube ich, das Eingeständnis, was sich alle Europäer machen müssen an dieser Stelle. Aber die Maßnahmen, die man jetzt macht, also die Wirtschaftssanktionen und die Waffenlieferung, zu spät, ja oder nein? Nein, ich glaube, dass es richtig ist, solange man verhandelt, das war ja die Grundidee, zu sagen, solange man im Gespräch mit Putin ist, du kriegst eine harte Antwort, wenn du dich auf den Weg der Gewalt begibst. Und er hat sich auf den Weg der Gewalt begeben und er kriegt jetzt eine harte Antwort. Übrigens, die härteste Antwort, die es gibt, ist das Einfrieren der Zentralbankvermögen Russlands. Das ist viel härter als alles, was wir bei SWIFT diskutiert haben. Das war übrigens schon beschlossen. Frau Lötsch, in Ihrer Partei gibt es ja durchaus unterschiedliche Sichtweisen oder gab es bis zum Donnerstag unterschiedliche Sichtweisen, wie man mit Russland umgehen soll. Jedenfalls ist das meine Beobachtung. Da gab es die eine Fraktion, die doch eher Verständnis für die russische Position hat erkennen lassen und andere wiederum, die schon schneller zu erkennen gegeben haben, dass man in Russland und in Putin den Aggressor sieht. Wie sehen Sie das persönlich? Also ich glaube, es gibt in allen Parteien im Augenblick ja sehr heftige Diskussionen. Hat man die Lage richtig eingeschätzt und was kann man jetzt machen? Also ich glaube, wir müssen analysieren, welche Szenarien es jetzt gibt. Also wenn das Hauptszenario ist Waffenlieferung, dann ist die große Gefahr, dass es ein Afghanistan 2.0 gibt. Und dann ist auch die große Gefahr, dass daraus der Dritte Weltkrieg entsteht. Ich glaube, Sie haben das auch schon gesagt, Herr Trittin, in einem Interview. Und dann ein weiteres Szenario besteht ja darin, dass Russland sich völlig quasi abwendet und sagt, also von Europa können wir nichts erwarten. Wir verbünden uns nur mit China und Indien. Und wir haben ja jetzt in den Diskussionen im Sicherheitsrat und so weiter schon gesehen, dass es ja da auch zumindest von Seiten Chinas eine gewisse Offenheit gibt. Und das dritte Szenario ist, Putin wird weggeputscht, wird ersetzt durch jemanden, der aber dann die gleiche Frage stellt, wie ist die Stellung in der Welt? Und ich glaube, wenn wir nochmal zurückschauen, die Zeitenwende, die ist nicht heute, die war eigentlich schon 1990 mit der Neuaufteilung der Welt. Es geht ja immer um Wirtschaftseinflussszenarien. Und wenn man, wie
viele ja gemacht haben, jemand wie Putin nicht ernst nimmt. Ich würde nicht sagen, nicht unterschätzt. Man fühlte sich ihm immer überlegen. Und die NATO dachte, wir haben alles im Griff. Und so ist es ja nicht gekommen. Und dieses nicht ernst genommen werden, dieses vielleicht auch unterschätzt werden, das rächt sich jetzt. Und wir, aber die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist ja, einen Weltfrieden zu sichern, um überhaupt unser aller Überleben zu sichern in einer Situation, wo wir auch umgeben sind von Atommächten. Die Frage ist ja, wie geht man jetzt weiter? Sie haben es im Prinzip auch schon so ein bisschen angesprochen. Offensichtlich hat man ja Putin und auch seinen Willen mit seinem Großmachtsgelüsten wirklich die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Da hat man ihn ja offenbar unterschätzt. Tun Sie das nicht wieder, wenn Sie das genauso argumentieren gerade? Nein, in ganzem Gegenteil. Ich unterschätze ihn überhaupt nicht. Und darum sage ich, wir müssen schauen, wie kann man auf dem Verhandlungswege dafür sorgen, dass natürlich mit allen Sanktionen sind ja auch schon diskutiert worden, dass er, ich sag mal, einsieht, ist vielleicht so ein Wort, was hier gar nicht so richtig passend ist, aber dass er sagt, wir müssen die Waffen niederlegen, wir brauchen eine Waffenruhe, wir brauchen Frieden. Und natürlich muss allen Seiten, auch der Ukraine, gesagt werden, ihr seid keine Pufferzone zwischen der NATO und Russland, sondern wir als Europäische Union, natürlich auch wir sind ja deutsche Abgeordnete, wir als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, wir respektieren eure Interessen und wir werden euch niemals zu einer Pufferzone zwischen zwei Systemen degradieren. Aber wenn ich das nochmal sagen darf, ich bin ja sehr für Verhandlungen. Ich glaube, wir können uns nicht vorwerfen lassen, als jetzige Bundesregierung, dass wir nicht sehr viel versucht hätten, mit Putin zu verhandeln. Das, was ich jetzt erlebe, ist, was bringt ihn eigentlich dazu, ernsthaft zu verhandeln? Und das können meines Erachtens nur zwei Elemente sein. Das eine ist, dass er das, was er übrigens ja teilweise in Videonachrichten, also in Internetportalen schon publiziert hatte, da erschienen in Russland nach 3 Tagen die Berichte, Kiew ist erobert. Das mussten sie dann zurücknehmen, weil das nicht eingetreten ist. Warum ist er jetzt dabei zu sagen, ich möchte noch mal sprechen? Weil offensichtlich er gezwungen ist zu verhandeln, weil sein ursprünglicher Plan nicht aufgegangen ist. Das wäre ein Argument, so schwer mir das fällt, an dieser Stelle zu sagen, die Widerstandsfähigkeit auch militärisch der Ukraine ein Stück zu stärken, damit es überhaupt zur Verhandlung kommt. Es gibt ein zweites Element, was ich fast höher als das Militärische einschätze. Es ist nämlich für Russland keine attraktive Perspektive, nur noch mit Indien und mit allem Respekt vor dem chinesischen Markt mit China verhandeln zu dürfen. Russland, nicht nur die Bevölkerung, richtig, auch die gesamte Wirtschaft ist existenziell auf funktionierende Beziehungen auch nach Europa angewiesen. Sie haben erlebt, was passiert ist nach der Annexion der Krim, als sie die Pipeline nach China gebaut haben. Sie haben wenig Arbeitsplätze gekriegt, weil die Chinesen sie gebaut haben und anschließend haben die Chinesen ihnen einen Preis diktiert, der lag deutlich unter dem, den sie in Europa erzielt haben. Das heißt, sie stehen eigentlich vor der Wahl, entweder zu einem Anhängsel Chinas zu werden, und das ist das Gegenteil eines selbstbewussten Russlands, oder ihre Beziehungen zu Europa zu haben. Und diese beiden Punkte stark zu machen, das ist das, was wir haben. Und deswegen glauben wir, dass wir nur auf diesem Wege in eine Verhandlungssituation wieder reinkommen. Ich glaube übrigens nicht, dass wir kurzfristig, so leid es mir tut, einen Regime-Change in Russland erleben werden. Herr Trittin, wir sind jetzt schon wieder eigentlich dabei, bei dem Versuch, Putin einzuschätzen und zu überlegen, was macht er, wenn. Ich kann mich ganz gut erinnern, wir saßen, glaube ich, im Dezember hier und da gab es dieses Argument auch schon, dass Putin damit rechnen muss, zum Anhängsel von China zu werden. Das hat ihn aber auch nicht davon abgehalten, jetzt die Ukraine in einem einmaligen Vorgang zu überfallen. Ich glaube, er hatte zwei Sachen nicht auf der Rechnung. Das eine war in der Tat der Widerstand in der Ukraine und auf der anderen Seite die Einheitlichkeit der Reaktion, die jetzt abgestimmt zwischen Europa und den USA und vielen asiatischen Staaten auf diese Geschichte erfolgt ist. Das ist für Russland, die haben 630 Milliarden, das sind 2 Bundeshaushalte, stimmt das, Frau Klötzsch? Sie sind im Haushaltsausschuss. Ja, früher war es mal so, inzwischen anderthalb, würde ich sagen. Sind anderthalb, aber in dieser Größenordnung, da kommt er zum Teil nicht ran. Das heißt, seine Reserve, die er sich gebildet hat, um tatsächlich an dieser Stelle eine Wirtschaftssanktion länger zu überstehen, ist zurzeit blockiert. Das wird
keine einfache Situation. Und das ist der Grund, warum auch jetzt in der Elite, bei denen, die im System gewonnen haben, in diesem russischen System, plötzlich solche Friktionen auftreten von Menschen, die sagen, nee, das finden wir nicht richtig. Und das sind nicht nur Menschen, die auf der Straße sind und sonst schon für Demokratie sehr mutig demonstriert haben. Ich habe noch nicht ganz rausgehört, Herr Trittin, wie man ihm jetzt begegnen soll. Also wir sind bei der Einschätzung, wozu er fähig ist, warum er welche Dinge tut. Nein, ich habe ihn gar nicht eingeschätzt. Ich habe nur gesagt, das ist das, wo er jetzt vor der Wahl steht. Und wenn er die militärische Aggression unterlässt und aufgrund dieses Druckes und der Verzögerung, die er in der Ukraine hat, an den Verhandlungstisch zurückkehrt, ist er willkommen. Nur wir können nicht mit der Hoffnung darauf, dass er irgendwann mit ihm reden, auf diese Dinge verzichten. Fakt ist, dass wir jetzt erstmal eine kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine haben. Und Fakt ist auch, dass der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung angekündigt hat, dass er jetzt einen Sonderfonds einrichten will, um das Militär in Deutschland wieder fit zu machen und auch das 2%-Ziel einzuhalten. Mhm. Ist das nicht eine Form von Realpolitik, wo Sie auch sagen müssten, das ist jetzt notwendig? Also erstmal muss ich sagen, dass es ja eine absolute Kehrtwende der SPD ist. Also der Fraktionsvorsitzende der SPD, der Herr Mützenich, hat ja noch ein paar Stunden vorher gesagt, bevor es diese Regierungserklärung gab, also weitere Milliarden in die Rüstung, das kommt mit Ihnen nicht in Frage. Und ich kann mich auch gut entsinnen, als wir hier im Bundestag zu einer Sondersitzung zusammenkamen, als Frau von der Leyen zur EU ging und ihre Nachfolgerin berufen wurde, ist Mützenich ganz entschieden gegen das 2%-Ziel aufgetreten. Und er wird sich ja was dabei gedacht haben. Und ich glaube, dass es keine gute Idee ist, jetzt zu sagen, wir brauchen mehr Geld für die Rüstung. Denn der Etat der Bundeswehr hat sich in den letzten 16 Jahren verdoppelt. Der ist also 10% des Bundeshaushaltes. Und da muss man sich doch mal die Frage stellen, wo ist denn das viele Geld geblieben? Warum konnten sich die Rüstungskonzerne leisten, die Bundeswehr mit Material zu beliefern, was nicht funktioniert? Also A400M ist ja eines der sozusagen eklatantesten Beispiele. Und die Verträge, die zwischen dem Ministerium, also letztendlich zwischen uns, der öffentlichen Hand und der Rüstungsindustrie abgeschlossen wurden, die sind alle so, dass im Prinzip überhaupt keine Konventionalstrafen drin sind. Wenn die Dinger nicht funktionieren, wird trotzdem bezahlt. Und ich finde, da muss man auch mal sagen, wer ist dafür verantwortlich, dass dieses Geld quasi verbraten wurde. Ich kann noch mal wiederholen, in den letzten 16 Jahren ist der Etat der Bundeswehr verdoppelt worden. Und es kann, glaube ich, nicht nur darum gehen, mehr Geld, sondern man muss schauen, was ist mit dem Geld geworden, wer hat daran verdient und wer hat es verbraten. Das ist, glaube ich, unbestritten. Die Idee, die dahinter steckt, ist aber, ja, glaube ich, dass man versucht, ein klares Zeichen auch zu setzen, dass man nicht mehr nur verhandeln möchte, sondern auch ein starkes militärisches Gegengewicht setzen möchte. Wir haben eingangs der Sendung das Zitat der Außenministerin gehört, in dem sie beschrieb, dass sich politisches Handeln der Situation anpassen müsse. Können Sie dem denn irgendetwas abgewinnen? Natürlich muss sich politisches Handeln immer der Situation anpassen, das ist doch völlig klar. Aber unsere geografische Lage in Europa verpflichtet uns ja geradezu auch aus eigenem Interesse zu sagen, wir müssen alles tun, dass wir hier auf unserem Territorium, denn wir sind ja die, die mittendrin sind, wenn es knallt, um es mal so etwas, vielleicht vereinfachend auszudrücken, die davon zuerst betroffen sind. Und darum gab es ja auch zum Beispiel vor vielen Jahren die Proteste gegen die Mittelstreckenraketen, weil ja die Leute erkannt haben, die fliegen nicht nach Washington, die fliegen, wenn denn, nach Berlin, nach Bonn. Die fliegen auch nicht nach Madrid, sondern wir sind diejenigen, die es trifft. Und darum kann ich nur noch mal appellieren und wiederholen, unsere wichtigste Aufgabe, dass wir in das Feld der Diplomatie investieren. Herr Trittin, Frau Lötsch hat gerade gesagt, dass sie beobachtet habe, dass Vertreter der Regierungsfraktionen überrascht gewesen seien, als Bundeskanzler Scholz seine Regierungserklärung gehalten hat. Wie überrascht waren Sie denn? Man ist immer bei Regierungserklärungen, selbst als Regierungsfraktion, nicht über jedes Detail informiert. Aber dass die Frage sich gestellt hat, wie man damit umgeht, und ich stimme ja dem zu, der Beschreibung. Man muss sich das mal vorstellen. Wir sind dabei, jetzt fast so viel Geld, wenn man die SIPRI-Zahlen, das ist ein großes friedenswissenschaftliches Institut, die gelten als sehr seriös, wenn man die Zahlen zugrunde legt, dann geben wir demnächst so viel, Deutschland alleine, so viel aus für Rüstung, wie Russland. In Dollar. Wenn man jetzt Frankreich und die anderen noch dazu nimmt, nur die europäischen NATO-Partner, geben diese europäischen NATO-Partner
ungefähr 3,5-mal so viel für Rüstung aus wie Russland. Und dann sind wir konfrontiert mit einer Situation, wo für die Entsendung von 900 insgesamt 900 Soldatinnen und Soldaten nach Litauen das Problem auftritt, dass die nicht genügend Winterbekleidung haben. Das ist ein krasses Missverhältnis, wenn man sieht, dass mit einem Drittel des Geldes Russland einen großen Krieg und mehrere kleine und eine Militärintervention in Syrien fährt. Also nur mal ins Verhältnis Geld und militärischer Effekt. Das ist aber alles nach dem Motto hätte Fahrradkette. In der jetzigen Situation muss man es hinbekommen, dass, wenn man dieses Element, wenn man sich entscheidet, man hat eine Armee, dann sollte sie auch einsatzfähig sein, dass diese Armee schnell einsatzfähig wird. Und so verstehe ich diese Idee eines solchen Sonderfonds, dass diese Ausrüstungsmängel, diese Defizite, die es gibt, schnell behoben werden. Und dann werden wir uns in der Tat darum kümmern müssen, dass dieses sozusagen grauenvolle Beschaffungswesen, was wir haben, wo offensichtlich unglaublich viel Geld verbrannt worden ist. Verbrannt worden ist, dass das beendet wird. Aber es hilft uns jetzt nicht in der aktuellen Situation. Wir werden noch ganz andere Haushaltsrestriktionen bekommen. Wenn wir einen steigenden Kohle ist in den letzten Jahren im Preis verdreifacht auf dem Weltmarkt. Wir werden, wenn wir in Russland keine Kohle mehr kaufen, und die Hälfte unserer Kohle kaufen wir in Russland, wenn wir das nicht mehr haben, wenn wir das jetzt zu Weltmarktpreisen kaufen müssen. Das wird richtig teuer. Herr Trittin, lassen Sie uns noch mal zu der Regierungserklärung zurückkommen. Von den 100 Milliarden wird man ja ein bisschen mehr kaufen können als warme Winterjacken für die 900 Soldaten. Hat der Bundeskanzler auch was zu gesagt, was er davon kaufen will, nämlich unter anderem Kampfflugzeuge, bewaffnete Drohnen und Ähnliches. Aber das konnte man alles schon nachlesen. Das steht nämlich im Koalitionsvertrag. Und eher darauf möchte ich hinaus. Also Sie sind ja außenpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion, also noch einmal der zweitgrößten Regierungsfraktion. Inwiefern waren Sie überrascht? Dass wir einen solchen Fonds haben, das hat mich nicht überrascht, dass wir die Überlegung auf dem Raum stehen haben, dass dieses geschieht unter Wahrung der Schuldenbremse. Das kann ich mir ehrlich gesagt nach Adam Riese schon nicht vorstellen. Das ist gar keine politische Frage. Das wird nicht funktionieren. Und dass man meint, ich habe nichts dagegen, wenn die CDU dem zustimmt, aber sich von der CDU in dieser Frage abhängig zu machen, das fand ich doch einen schrägen Gedanken. Ich glaube, jeder da kann man nur zustimmen. Also ich war, ich weiß ja nicht, inwiefern Sie wirklich die Debatte also auch atmosphärisch verfolgen konnten, aber es war ja teilweise eine Stimmung im Saal. Man dachte, das ist der Situation auch gar nicht angemessen. Also im Jahr 2001, da war ich noch nicht im Bundestag, aber ich habe es mir von meiner Kollegin noch mal berichten lassen, gab es ja auch sehr erschütternde, ernsthafte Debatten nach 9/11. Und sie sagte, also Petra Pau sagte mir, da wäre niemand auf die Idee gekommen, mitten in der Rede zu jubeln und aufzuspringen. Also das hatte auch ein bisschen was Gespenstisches, als würde diese Gefahr, in der jetzt auch die Bevölkerung bei uns ist. Und viele Menschen machen sich Sorgen. Ich werde von vielen, gerade Älteren, angesprochen. Wir haben im Luftschutzkeller gesessen. Wir wollen da nicht noch mal sitzen. Das war auch irgendwie völlig unangemessen. Und Sie hatten gefragt nach der Grundgesetzänderung. Da kann ich auch nur staunen, wie die, muss ich sagen, sind ja Bestandteil der Ampelkoalition, sich die Ampelkoalition von der Union abhängig machen will. Auch diese Debatte kann man irgendwann bei Phoenix in den Mediatheken nachverfolgen. Und ich glaube, man kriegt auch ein bisschen was von der Atmosphäre mit, die auch für Beobachter, glaube ich, wirklich besonders war. Ich will nur darauf hinweisen, dass in der Debatte meine Fraktionsvorsitzende sehr deutlich gesagt hat, und der hat es nur mit einem Satz gesagt, aber ich glaube, wenn ich das Gesicht hinter der Maske von Herrn Scholz gesehen habe, über diese Fragen wird hier im Bundestag entschieden. Herr Trittin, ich glaube, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer fragen sich, inwiefern wird eigentlich so etwas abgestimmt unter den Regierungsparteien? Das ist ja eine nicht alltägliche Regierungserklärung gewesen. Wir haben alle festgestellt, 180-Grad-Wende in unterschiedlichen Bereichen, eine Zeitenwende. Inwiefern wird so etwas abgestimmt? In normalen Zeiten, so habe ich, wenn ich Regierungserklärungen abgegeben habe, es machen ja gelegentlich auch Ressortminister oder Ressortministerin, oder wie ich das als Fraktionsvorsitzender kannte, ist es so, dass eine Regierungserklärung zwischen den Ressorts im Wortlaut abgestimmt wird und dass auch die Fraktionsvorsitzenden, gerade der Oppositionsfraktionen, am besten am Abend vorher ein Exemplar bekommen, was sie nicht weiterleiten, aber damit sie eine Chance haben, darauf zu antworten. Das ist der Normalzustand. Nur
um es auf Deutsch zu sagen, wir leben nicht in Normalzuständen. Wir haben bis am Samstag in den Abend hinein verhandelt über den Wortlaut des Entschließungsantrages. Wir mussten die Frage parallel klären, wie kriegen wir im Europäischen Rat einen Konsens hin, 27 Mitgliedstaaten für das schärfste Sanktionspaket aller Zeiten. Wie regeln wir die Frage, und was liefern wir an Waffen an dieser Stelle? Und deswegen sehe ich das dem Bundeskanzler nach, dass er diese Praxis, die üblich ist, in normalen Zeiten, in nur normalen Zeiten nicht praktizieren konnte. Frau Lütsch, wir reden über die Details der Zeitenwende der Festgestellten. Was wird jetzt in Sachen Energiepartnerschaft mit Russland passieren? Was glauben Sie, wie man da jetzt vorgehen muss? Also es gab ja nun Äußerungen von Frau Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, dass sie zumindest die Zusammenarbeit auf Eis legen will. Die große Frage ist aber, wie kommt man irgendwann wieder zueinander? Und ich hatte neulich auch zufälligerweise ein Interview gehört, in dem Sie sich geäußert haben zur Frage der Sanktionen, wo Sie völlig zu Recht gesagt haben, man muss sich natürlich die Frage stellen, wenn man eine Sanktion erlässt, wer wird davon am härtesten getroffen? Wird man vielleicht selber davon hart getroffen? Und darum ist es auch so wichtig, dass man sich das genau überlegt. Aber ich glaube, was die Energiefrage betrifft, ist die jetzige Situation ja auch vielleicht die Chance, dass es einen Innovationssprung innerhalb der Bundesrepublik gibt und dass über die Energiewende, die ja schon so lange, ja, man hatte sie sich vorgenommen, aber noch nicht umfassend umgesetzt, dass es da einen Schub gibt. Das könnte sein. Aber trotz alledem, wir leben in einer Welt und wir müssen diesen Krieg beenden, aber trotzdem müssen wir die Beziehungen gestalten. Anders geht es nicht. Innovationssprung, Energiewende, Sie geben mir die Stichworte, Herr Trittin. Was macht diese Zeitenwende jetzt mit den Vorhaben der Ampelkoalition, gerade in Sachen Energiewende? Weil das wird ja auch jetzt alles einen Preis in Deutschland haben. Man wird mehr Geld aufwenden müssen, so haben wir es gehört, oder wollen für das Militär. Was passiert mit all Ihren energiepolitischen Zielen in der Ampel? Ja, die müssen beschleunigt werden. Aus genau diesem Grund, was wir erleben die Abhängigkeit von fossilen Energien, die Abhängigkeit von Preissteigerungen von, sage ich jetzt mal, durchgehend staatsmonopolistisch regierten Märkten. Das gilt beim Öl, das gilt beim Gas, das gilt bei der Kohle auch. Deswegen ist die wesentliche Voraussetzung, dass wir nicht erpressbar sind, dass wir souveräner sind. Nicht, dass wir jetzt anfangen, irgendwie überall versuchen, fossile Sachen herzukaufen für sehr teures Geld, sondern radikal den Importbedarf runterbringen. Wir bekommen heute noch 70% unserer gesamten Energie, also alles, was wir an Energie, Heizen, Strom, Industrie, Mobilität haben, aus dem Ausland. Wir müssen diese Importabhängigkeit drastisch runterfahren. Wir müssen deswegen die Energiewende beschleunigen. Wir hatten letzte Woche Frau Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hier sitzen. Die hat Ihnen das wahrscheinlich auch schon gesagt. Sie hat uns auch gesagt, etwas anderes, nämlich dass ungefähr 80% der Energie aus Erneuerbaren gewonnen werden kann. Das heißt, man hat aber eine Lücke von 20%. Soweit ich informiert bin, sollte ja Gas eine Rolle als Brückentechnologie einnehmen. Was macht man denn jetzt mit den 20% Kohle, Atomkraftwerke? Was ist Ihre Idee? Nein, ich kenne die Aussagen und die Arbeiten von Frau Kempfert sehr gut. Sie geht auch in ihren Aussagen davon aus, dass sie am Ende einem 100% erneuerbaren System ist. Und das, wovon Sie reden, ist ein Anteil, den wir haben werden von importiertem Strom und von importiertem Wasserstoff, weil wir nicht allen Wasserstoff auf der Fläche der Bundesrepublik Deutschland erzeugen können. Selbst mit großen Offshore-Parks nicht. Und da sehe ich genau langfristig die Chance auch der Zusammenarbeit mit Nachbarn in Europa, mit Nachbarn wie der Ukraine, aber auch mit einem Russland, was aufhört, seine Nachbarn zu überfallen. Es ist nicht so, dass ich der Auffassung bin, wir wollen mit Russland wirtschaftlich und politisch nichts mehr zu tun haben. Das ist ein wichtiges Land. Richtig. Mit 140 Einwohnern, die kann man, oder mit Millionen Einwohnern, die man nicht einfach beiseite schieben kann. Und deswegen, ja, ich bin für eine erneuerbare Energiepartnerschaft auf der Basis erneuerbarer Energien mit unseren Nachbarn. Und ein guter Nachbar, wenn Russland wieder ein guter Nachbar wird, sollte auch Russland sein. Sie waren sich jetzt einig, dass man mit Russland irgendwie weitermachen muss. Kann man denn aber auch mit Putin weitermachen? Ist er eigentlich als Staatschef reintegrierbar in die Weltpolitik? Also Putin hat ja nun als Aggressor sich erwiesen, aber ich muss das noch mal wiederholen, nicht erst jetzt. Und
Trotzdem wäre es noch mal wichtig, einen Blick darauf zu werfen, wie sich die Situation, ich hatte ja die Rede angesprochen, 2001 vor dem Deutschen Bundestag, wo von dem gemeinsamen Haus Europa die Rede war. Darauf hatte er sich ja noch auf Gorbatschow bezogen, der ja mit dieser Idee viele begeistert hat, damals 89, 90. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass auch die Menschen in Russland etwas anderes wollen. Sie wollen nicht in Armut leben, sie wollen nicht im Krieg leben. Und sie wollen auch nicht für die Interessen von wenigen Leuten ihre Kinder in einem Krieg opfern müssen. Aber was heißt das konkret? Wie viele Chancen geben Sie denn der russischen Opposition im Land? Also was ist die Alternative zu Putin? Ich glaube, dass es dort, wir haben es ja auch gesehen, dass verschiedene, sind ja nicht nur die Menschen, auf die Straße gehen. Es sind ja auch die Menschen, die ihren wie auch immer erworbenen Wohlstand gefährdet sehen. Es gibt Zusammenkünfte, Petitionen, Erklärungen von kommunalen Vertretern. Und die müssen wir auch stärken. Und es gibt ja auch zum Beispiel ganz viele Partnerschaften, Städtepartnerschaften. Da gibt es Leute, die sagen, oh, die darf man jetzt nicht mehr fortführen. Ich sage ganz im Gegenteil. Man muss jeden Gesprächskanal auf der kommunalen Ebene, auf der Ebene der Wissenschaft, das muss man pflegen und dazu beitragen, dass solche Politik nicht akzeptiert wird von den Menschen. Herr Putin, wie sehen Sie die Chancen, dass es zu einem Regimewechsel, zu einem... Da war jetzt ein ganz kleiner Versprecher. Zu einem Regimewechsel kommt? Herr Trittin, wie kommt es zu einem Regimewechsel? Das weiß ich nicht. Aber ich bin sehr dafür, dass wir ausgehend von dem alten Satz von Egon Bahr, Amerika ist unverzichtbar, aber Russland ist unverrückbar, uns auch mal angucken, was es an kulturellen Bindungen gibt. Und das sehen viele Menschen. Und man muss auch wissen, wir haben ja ein paar hunderttausend Menschen russischer und übrigens ukrainischer Herkunft hier in Deutschland. Die leben hier, dieses zu stärken und beizubehalten und dieses Signal zu senden, das ist wichtig. Wir müssen sagen, es ist Putins Krieg und nicht Russland ist unser Feind. Das ist die russische Bevölkerung nicht. Kurze Schlussrunde. Gibt es irgendetwas Tröstendes, während wir hier reden, sterben ja Menschen in der Ukraine? Wofür kann aus diesem Leid irgendetwas entstehen? Kann so etwas entstehen wie ein erneuertes, festeres Fundament für Recht und Demokratie, dass die Menschen weltweit vielleicht das jetzt mehr zu schätzen wissen, als sie das möglicherweise vor diesem Angriffskrieg geschätzt haben? Ich bin nicht optimistisch. Ich glaube, das Beste, was zurzeit zu erreichen ist, eine Neubegründung jener Grundlagen für die Sicherheit und die Zusammenarbeit in Europa, die mal vor 30, 40 Jahren hier gelegt worden sind, die wieder zu installieren. Das wäre schon ein großer Schritt nach vorne. Aber das ist keine positive Utopie, sondern, glaube ich, schon fast ein verwegener Realismus. Frau Lütz, wie viel? Ich sehe sehr viel Solidarität. Es gab, und gerade, wir sprachen ja von den vielen Menschen, die hier leben, in meinem Wahlkreis in Berlin-Lichtenberg leben sehr viele Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, die aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind. Und die sagen, wir wollen hier gemeinsam in Frieden leben und wir wollen auch den Frieden dort unterstützen. Und ich glaube, dass diese Solidarität und dieses Zusammenleben hier auch ein Hoffnungszeichen sein kann. Wie lange müssen wir auf Frieden warten in der Ukraine? Wie lange wird das jetzt gehen? Die Frage kann, glaube ich, niemand seriös beantworten. Wir können nur alles dafür tun, dass die Waffen niedergelegt werden und dass es zu einem Waffenstillstand kommt und dann zu einer guten Entwicklung. Was sagen Sie, Herr Trittin? Ich weiß es nicht. Es kann Tage dauern, es kann Jahre dauern. Dann, Frau Lötsch, Herr Trittin, ganz herzlichen Dank für Ihre Diskussion, für Ihr Kommen. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Bleiben Sie jetzt dran. Das Neueste von diesem Tag gibt es jetzt bei unseren Kollegen von Phoenix der Tag. Bleiben Sie jetzt also bei Phoenix und bleiben Sie wie immer, bleiben Sie gesund.